so ein kultureller Moment, der die FAU auch gezielt haben möchte. Wir möchten die Menschen ermächtigen zu einer selbstbestimmten Gewerkschaft. Und das findet sich halt in unseren Strukturen wieder. Es gibt halt immer so eine Eskalationsstrategie, die immer weitergefahren wird. Da geht zum Beispiel dann die Idee, hey ja, okay, wir machen jetzt eine Kundgebung vor dem Laden. Und wenn dann plötzlich 50 Leute von einem kleinen Pizzalieferdienst auftauchen und da Radau machen und sagen, dass die Löhne endlich gezahlt werden müssen, das macht schon einen ganz schönen Eindruck und die Chefs knicken dann ziemlich schnell ein. Und das Schöne an dieser Idee ist, dass wenn Umwälzungen von den gesellschaftlichen Verhältnissen passiert, wenn der Kapitalismus zusammenbricht, dass wir bereits die Strukturen haben, um eine Gesellschaft führen zu können. Weil wir haben bereits die Produktion in unseren Händen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute im Podcast beschäftigen wir uns mit der FAU. Das war ja wirklich etwas, was ihr euch schon lange gewünscht habt. So lange wolltet ihr was zu unserer Gewerkschaftsarbeit wissen. Und ja, wir haben auch zwei Leute heute von der Freien ArbeiterInnenunion zu Gast. Deswegen stellt euch doch beide einfach mal vor. Hallo, mein Name ist Larry. Ich habe keine Pronomen. Ich bin 29 Jahre alt und seit 3 Jahren in der FAU aktiv, vor allem in der Erwerbslosen-AG. Aber hatte auch schon diverse Mandate inne, unter anderem aktuell das Kassenmandat vom lokalen Syndikat. Ja, hi, ich bin Veit, ich bin 30, ich bin seit ungefähr 5 Jahren in der FAU. Ich bin aktuell im internationalen Komitee, zuständig für den englischsprachigen Raum, besonders das Vereinigte Königreich, und meine Pronomen sind eher ihn. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Das war jetzt auch echt lange nicht mehr, dass wir eine Gastfolge hatten, deswegen freuen wir uns besonders, dass ihr beide da seid. Ich weiß gar nicht, wie häufig wir es jetzt eigentlich schon erwähnt haben, aber wir beide, also Marian und ich, sind ja auch beide in der FAU und von daher haben wir dann heute hier die geballte Kraft von 4 Mitgliedern. Dann würde ich einmal kurz nochmal über die Struktur drüber gehen. Zuerst werden wir darüber reden, was unterscheidet eigentlich die FAU von den herkömmlichen großen Gewerkschaften. Dann werden wir einen kleinen Exkurs zur Geschichte der FAU machen. Davon ausgehend werden wir dann noch darüber sprechen, auf welchem Stand ist denn eigentlich die FAU heute? Und daran anschließend werden wir dann auch noch ein paar Beispiele für aktuelle Kämpfe der FAU geben. Zum Schluss werden wir dann auch noch mal einmal über das Transformationskonzept der FAU reden. Ja, schön. Dann genug der Einleitung, würde ich sagen. Starten wir direkt durch mit der ersten Frage, was die FAU denn von den herkömmlichen großen Gewerkschaften unterscheidet. Was würdet ihr sagen, ihr beiden? Ein Kernunterschied ist, dass die FAU keine FunktionärInnen hat. Das heißt, wir haben keine Angestellten in unserer Organisation. Wir alle arbeiten so gesehen ehrenamtlich. Wir alle sind selbst organisiert. Das heißt, wir selbst organisieren uns in unseren Arbeitsbereichen. Wir selbst sind Betroffene von den Kämpfen. Es gibt bei uns keine stellvertretende Politik. Wie Larry schon sagte, also wir haben halt quasi keine Funktionäre. Alle Kämpfende verleiten ihre Kämpfe irgendwie selbst und keiner kann ihnen da irgendwie von oben reinfuschen oder sowas. Wir sind mit der FAU immer aus Prinzip auf der Seite der Arbeitenden. Deswegen geht es halt nie darum, irgendwas mit dem Chef wirklich auszuhandeln, außer die Leute wollen das halt selbst, die im Kampf sind. Es gibt sowas wie die Sozialpartnerschaft nicht. Das ist eine Sache vom DGB, dass es halt darum geht, halt zum Beispiel einen Standort zu sichern und dass dann die Arbeitenden dafür Abschnitte machen oder sowas in den Kämpfen oder sowas wie Lohneinbuße dann machen dafür, dass der Standort nicht gefährdet wird. Was unterscheidet uns noch? Ja, wir lehnen eigentlich eine Zusammenarbeit mit dem Staat ab, mit den Parteien. Also ich weiß nicht, viele DGB-Veranstaltungen sind halt auch von Parteimitgliedern durchsetzt oder viele DGB-Sachen sind von Parteimitgliedern durchsetzt. Das haben wir halt nicht. Theoretisch schließt es nicht aus, Mitglied in einer Partei zu sein und gleichzeitig in der FAU zu sein. Aber wir trennen uns eigentlich klar von Parteien ab und halt auch vom Parlamentarismus. Wir haben ein gesellschaftlich langfristiges Ziel als FAU. Also das ist nicht nur, um die Gewerkschaftsarbeit zu machen und ein paar Kämpfe zu machen, wie es die anderen Gewerkschaften machen, sondern wir sagen, wir wollen die Gesellschaft langfristig verändern. Wir haben eine revolutionäre Idee dahinter oder eine verändernde Idee, eine gesellschaftsverändernde Idee, systemverändernde Idee dahinter. Wir haben halt auch ganz klar, dass wir sagen, okay, wir wollen alle Kämpfe zusammenfassen irgendwie. Also es geht halt nicht nur um gewerkschaftliche, ökonomische Kämpfe und um Lohnkämpfe und so weiter, sondern halt auch wirklich darum zu sagen, okay, wir wollen halt auch gegen Rassismus, Sexismus vorgehen, gegen das Patriarchat im Allgemeinen. Wir wollen auch Klimakämpfe damit verbinden und auch eine langfristige, also wie schon gesagt, eine langfristige Veränderung der Gesellschaft erreichen. Ja, ich glaube, das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen. Vielleicht mal als Nachfrage, wie genau verbindet ihr denn dann Gewerkschaftsarbeit mit den verschiedenen anderen Kämpfen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele
gegeben? Die haben eine Analyse, die das zusammendenkt. Die machen nicht aus Nettigkeit auch Antirassismus, sondern wir sehen, dass die ganzen Produktionsketten, die in unserer kapitalistischen Welt vorherrschen, über Ländergrenzen hinausgehen. Und wir müssen halt international denken, wir müssen antirassistisch denken, antikolonialistisch denken, wenn wir unser Ziel, die Gesellschaft umzukehren, eine freiheitliche, nicht kapitalistische Gesellschaft zu haben, erreichen wollen, dann müssen wir das anpacken. Das machen wir, indem wir auch ein internationales Komitee haben, in dem verschiedene Schwestergewerkschaften mit drin sind, wir unsere Kämpfe uns austauschen und unterstützen. Vielleicht habt ihr Kämpfe in Indien, Myanmar mitbekommen. Da haben die letzten Jahre die NäherInnen sehr viel gestreikt. Und da hat sich vor allem die FOO Bonn auch sehr viel beteiligt. Wir machen das natürlich auch hier in unseren eigenen Nationalgrenzen, indem wir zum Beispiel beim Sozialamt streiken, indem wir genau dahin gehen, wo prekär Beschäftigte sind, weil Menschen, die prekär beschäftigt sind, sind häufiger natürlich mehrfach marginalisiert und auch von Rassismus betroffen. Und das sind auch Gebiete, wo sich halt große Gewerkschaften weniger hinbewegen, weil große Gewerkschaften mehr mit Betriebsräten arbeiten. Und in einem kleinen Betrieb, wo irgendwie 10 Angestellten hat, wo sehr prekär ist, genau, da gibt es eben keine Betriebsräte. Aber das ist sehr typisch für die FOO, in prekären Betrieben organisiert zu sein. Also es gibt ja auch direkte Beispiele, wo genau das dann auch umgesetzt wurde. Ich denke jetzt da gerade an den wilden Streik auf den Spargelfeldern in der Nähe von Bonn, wo dann natürlich auch, weil das größtenteils migrantische ArbeiterInnen aus Rumänien waren, dann natürlich da dann auch Antirassismus und Gewerkschaftsarbeit miteinander verbunden wurden. Könnt ihr uns vielleicht noch ein paar andere Beispiele geben, wie beispielsweise dann feministische Arbeit mit gewerkschaftlicher Arbeit bei euch verbunden wird? Oder bei uns verbunden wird. Also mir fällt ein Beispiel aus Leipzig ein. Die haben eine extra Gesprächsrunde, wo es darum geht, dass halt quasi gegen Sexismus am Arbeitsplatz vorgegangen wird, in der explizit auch nur Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen anwesend sein dürfen, damit quasi ein sicherer Raum für diese geschaffen wird, um einen sicheren Raum für Cis-Männern zu haben, um dort halt über ihre sexistischen Erfahrungen oder transphoben Erfahrungen am Arbeitsplatz zu reden. Effektiv haben wir auch gerade, oder hat Larry eigentlich gerade einen Kampf, vielleicht möchtest du davon erzählen, wo es ums Jobcenter geht und diese eine Person, wo es um die Geschlechtseintragung divers geht. Weißt du, welche ich meine? Weiß wen. Sehr witzig, finde ich. Die Person ist auch FOU-Mitglied und hat staatlich offiziell anerkannten Diverseintrag als Geschlechtseintrag und die Jobcenter kennen das in ihrem System nicht. Und das hat jetzt zur Folge, dass es Jobcenter überhaupt keine Bescheide ausstellen kann, das sehr große Probleme hat. Die Sachbearbeitung hat es dann so gelöst, dass sie jetzt jeden Monat per Hand einen eigenen Bescheid ausstellen muss für diese Person, was eine unglaubliche Mehrarbeit ist für das Amt. Wunderschönes Beispiel, wie es einfach nicht funktioniert und wie veraltet diese Ämterstrukturen ist. Es ist super lächerlich. Birgt jetzt leider für die Person natürlich die Gefahr, dass es eine hohe Fehlerquote gibt. Also wenn da natürlich das System automatisch läuft, sondern die Person jeden Monat, die Sachbearbeitung, jeden Monat einen eigenen Bescheid ausstellen muss, kann es natürlich jeden Monat zu Fehlern kommen, jeden Monat zu Streiks kommen. Die Person kann es mal vergessen, das Geld kann mal zu spät kommen. Dann kann das eine Lawine auslösen, dass die Miete nicht gezahlt werden kann, Strom nicht gezahlt werden kann. Also eine ganze Lawine an Prekarität kann dadurch ausgelöst werden. Ich finde, es ist etwas, was absolut wenig Sichtbarkeit hat, welche Konsequenzen es alles haben kann. Deswegen ist es sehr gut, dass die Person eben auch mit uns organisiert ist und wir halt jedes Mal sehr genau drauf achten, um diese Lawine zu verhindern. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, sehr konkretes Beispiel. Wir kommen auch später ja noch zu weiteren aktuellen Kämpfen, die FAU führt. Wie ist das denn so mit der Klimafrage? Ich meine, eine Gewerkschaft in der aktuellen Zeit muss natürlich auch ganz zentral auch sich zu der Frage der Klimakrise positionieren. Aber wenn wir mal in Zeiten leben, wo vor allem die Produktion eigentlich, die kapitalistische Produktion, unsere Lebensgrundlage zerstört. Da geht es quasi schon auch ein bisschen auch wieder auf die anderen Themen ein, wo es dann teilweise auch zur Geschichte hervorgeht und so weiter. Und auch darüber, was wir langfristig erreichen wollen. Und ich würde halt sagen, dass eben, wenn wir Kämpfe haben, dass es auch immer darum geht, wenn wir jetzt darüber reden, auch Betriebe zu kollektivieren durch Kämpfe, dass wir dadurch auch wollen, dass diese Betriebe halt klimafreundlich umgestaltet werden. Man muss halt betrachten, dass die Klimabewegung, auch es gab ja sowas wie diesen Öko-Anarchismus, halt immer schon Teil der arbeitenden Bewegung war und dass unsere Klasse halt eigentlich sich immer schon dafür umgesetzt hat oder eingesetzt hat, dass in ihrem Umfeld möglichst gut mit der Umwelt umgegangen wurde. So, also früher war es ja auch so, dass dann man sehr in der Nähe der Fabrik gelebt hat und dann sind die Abwässer der Fabrik direkt in quasi die direkte Nähe geflossen. Man hat dann quasi in der direkten Nachbarschaft, wo die Umwelt durch die eigene Arbeit quasi zerstört, hat ein Mensch sich dann früher dafür eingesetzt, hey ja, wir wollen jetzt aber eigentlich, dass diese Abwässer nicht direkt in unseren Fluss, von dem wir auch trinken, in dem wir unsere Wäsche waschen, in dem wir uns waschen, weitergeleitet wird. Und das trägt sich halt bis heute durch. Effektiv haben wir ein Interesse daran, dass unsere direkte Umgebung möglichst
unsere direkte Umwelt möglichst sauber ist und nicht verpestet ist durch Schadstoff und sonstiges. Ich würde sagen, das trägt sich halt noch weiterhin, dass wir dafür sorgen wollen, dass unsere direkte Umwelt sauber ist. Direkte Kämpfe, da fallen mir jetzt nicht aus Deutschland ein und eher FAU. Una mit die Viome oder Biome, das war früher eine Fliesenkleberfabrik in Griechenland, ist pleite gegangen und die Menschen, die dort arbeiten, haben den Betrieb dann einfach besetzt und haben weitergearbeitet. Und jetzt produzieren sie inzwischen Bio-Seife, die halt auch im internationalen Vertrieb ist, besonders über die Union Coop, die der FU auch nahesteht, in dem ganz viele Kollektivbetriebe vernetzt sind. Und dort wird halt biologisch gute oder das Beste, was man so ökologisch, klimafreundlich bekommt, produziert und vertrieben. Und da, ich denke mir, das ist halt so ein guter Punkt, wo man halt versuchen kann, irgendwie über Gewerkschaftsarbeit, Betriebe kollektivieren, da eben darauf eingehen kann, okay, wie wollen wir eigentlich klimafreundlich produzieren in einer freiheitlichen Gesellschaft? Es gab ja auch früher Beispiele, wo dann Ökologie oder Naturverbundenheit sehr eng dann einfach mit der ArbeiterInnenbewegung und auch der anarchistischen und syndikalistischen ArbeiterInnenbewegung verbunden war. Wenn man dann daran denkt, dass es beispielsweise viel Angebote von Wanderungen und Freizeitgestaltung in der Natur gab, wo wir ja auch mit der FAU Ruhr und wie es das dann auch in anderen Städten gibt, mit Wanderung versuchen anzuknüpfen. Also auch wenn das dann vielleicht jetzt nicht direkt dann schon eine Art Klimaaktivismus ist, zeigt sich ja eigentlich diese Verbundenheit da direkt. Und ich fand auch dieses Beispiel mit der Fabrik, neben der man dann wohnt, wo man dann die Auswüchse direkt sehen kann, sehr gut. Was mich jetzt aber noch interessiert, wir haben ja am Anfang das auch schon angeschnitten mit der Mitmachgewerkschaft FAU, dass man eben keine Stellvertretungspolitik hat, sondern dass man die Kämpfe selber führt, dass man selber da drin involviert ist. Aber es ist ja nicht so, dass man sich das jetzt so vorstellen kann, dass die FAU einfach ein loser Zusammenhang von verschiedenen Gewerkschaftskleingruppen ist, wo dann jede Kleingruppe einfach so ihre Kämpfe dann lokal führt und wenn der dann vorbei ist, dann hört die auf zu existieren, sondern es ist ja schon eine organisiert anarchistische Struktur, die auch überregional und wie ihr auch schon angesprochen habt, internationalistisch arbeitet. Wie funktioniert das denn dann mit dem Mandatierungsprozess, der dann dafür eingesetzt wird? Wie kann man so etwas dann trotzdem organisiert gestalten? Eine Mandatierung ist, wenn einer Person eine Aufgabe ganz bestimmte Zeit übertragen wird und die Person soll diese Aufgabe erfüllen und darf auch nicht links und rechts davon irgendwelche Entscheidungen treffen. Auch muss die Person Rechenschaft ablegen, das heißt auch erklären, warum sie diese und diese Aufgaben gemacht hat, transparent arbeiten, indem sie zum Beispiel Berichte abgibt. Und das alles dient eben dem, dass die Person nicht mehr Macht erhält, als auch notwendig ist für die Aufgabe, dass auch das umliegende Syndikat oder wer auch immer gerade betroffen ist, kontrollieren kann, ob die Aufgabe gut und im Sinne von dem Auftrag erfüllt wurde. Das klingt jetzt sehr fancy. Es ist aber sehr nachvollziehbar in der Arbeit. Wir tun unsere Mandate so ausgestalten, dass sie sehr nachvollziehbar und sehr einfach sind. Wir wollen so wenig Barrieren wie möglich haben. Wir tun sie so ausgestalten, dass wirklich jede Person sie auch übernehmen kann. Deswegen tun wir die Leute auch einarbeiten in Mandate, dass es so eine Übergangsphase gibt. Wir achten aber natürlich darauf, dass es verantwortungsvoll gearbeitet wird, indem zum Beispiel bestimmte Mandate erst übernommen werden können, wenn die Leute schon aktiv waren. Zum Beispiel, du musst ein Jahr aktiv im Syndikat gewesen sein, dann kannst du dieses Mandat übernehmen. Oder wenn es ein überregionales Mandat ist, dann sagen wir, okay, du kannst das machen, aber falls du ausfällst, dann muss dein Syndikat einspringen und dafür haften, so damit die Aufgabe niemals im luftleeren Raum schwebt und verloren geht. Das heißt, wir haben da viele Sicherheitsstrukturen, die aber alle entlastend wirken, weil die Person immer weiß, okay, da sind Leute, die mich auffangen werden und okay, das sind meine ganzen Leute, die es vor mir gemacht haben, bei denen kann ich nachfragen und ich kann alte Protokolle anschauen. Es ist sehr transparent und ich finde das immens hilfreich. Also ich selbst habe auch schon überregionale Mandate gehabt und es ist immens hilfreich, diese Transparenz auch zu haben, weil ich mir selbst die Fähigkeiten dann aneignen kann. Und das ist ja auch dieses Schlüsselmoment von der Mitmachgewerkschaft, dass ich mir wirklich Fähigkeiten aneignen kann, dass ich hier Erfolge selbst bei mir alleine sehen kann. Ja, es ist Selbstermächtigung. Und das ist auch so ein, ja, ich will es nicht erzieherischer Effekt nennen, aber so ein kultureller Moment, der die FAU auch gezielt haben möchte. Wir möchten die Menschen ermächtigen zu einer selbstbestimmten Gewerkschaft. Und das findet sich halt in unseren Strukturen wieder. Und ich finde halt wichtig dafür, um das irgendwie auch zu verstehen, oder was es auch so unterscheidet, so von den Gewerkschaften oder auch von Parteien oder auch vom Parlamentarismus, ist halt, man hat eine feste Aufgabe, die man erfüllen soll und man ist den Leuten rechenschaftspflichtig, die einen dort hineingewählt haben. Also ich bin meinem Syndikat verpflichtet für die Aufgaben, die ich im internationalen Komitee übernehme. Das heißt halt auch, dass es anders in Bundestagsmandaten, da ist eine Person, jetzt keine Ahnung, Jens Spahn ist seiner Partei
Partei und seinem Gewissen unterworfen. Das steht beim Bundesmandat drin. Bei meinem imperativen Mandat steht drin, dass ich meinem Syndikat unterworfen bin. Das heißt, den Leuten, die mich damit beauftragt haben. Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Dieses ganze erstmal auch vielleicht komplex erscheinende System ist ja auch wirklich, in der Praxis gestaltet es sich oft viel weniger komplex aus, als es eigentlich jetzt erstmal wirkt. Wenn man erstmal sich zurechtgefunden hat, ist ja entstanden über einen langen Zeitraum. Also der Anarchosyndikalismus hat ja eine doch sehr starke Tradition und ist ja auch einer der, vielleicht die stärkste anarchistische Strömung, die am durchsetzungsfähigsten auch in der Vergangenheit große Massengewerkschaften hervorgebracht hat und eine große Relevanz in der Masse erzeugt hat. Und das führt uns vielleicht auch schon dazu, wir haben uns so ein bisschen schon angeschnitten zu der Geschichte der FAU, weil ihr fragt euch natürlich jetzt vielleicht, wie ist das damals denn gewesen, wie hat sich das bis heute dann weiterentwickelt? Wie du gesagt hast, ist die anarcho-syndikalistische Bewegung halt schon fast 150 Jahre alt, also ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil sich das ja so unterschiedlich entwickelt hat. Und da gibt es dann so ganz große Sachen wie die CNT 1937 ungefähr, also die CNT ist unsere spanische Schwestergewerkschaft quasi, damals im spanischen Bürgerkrieg gegen den Faschismus durch Franco gekämpft hat und damals quasi sehr, sehr weit damit gekommen ist, besonders in Katalonien viele Sachen zu viele Betriebe zu vergesellschaften. Barcelona war quasi von Anarcho-Syndikalistinnen verwaltet. Bei der V ist es so, dass sie damals als FUD gegründet wurde. Das war quasi eine Umgründung der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften. Die waren zum Beispiel auch im Generalstreik gegen den Kapp-Putsch beteiligt. Das war ein Putsch, den die damalige NSDAP mit Hitler damals schon versucht hat, um schon an die Herrschaft zu kommen, bevor es dann später durch die Machtergreifung geschehen ist. Wurde das quasi damals durch den Kapp-Putsch verhindert. Und die FAU hatte damals bis ungefähr 1923 knapp 150.000 Mitglieder. Dann gab es viele interne Konflikte, wo es dann darum geht, wollen wir eher auf die Revolution abzuarbeiten oder wollen wir diese Verbesserungen im Alltag haben durch tägliche Kämpfe? Und damals hat sich dann die Gewerkschaft ziemlich auseinandergetan. Dann gab es halt noch Konflikte, weil es darum geht, dass sich die FAU an Betriebsratswahlen beteiligt hat teilweise, wo dann auch wieder Leute dagegen waren intern. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass halt 150.000 Mitglieder ist eine extrem beachtliche Zahl, aber es war für einen relativ überschaubaren Zeitraum, wo es halt sehr stark hochging und dann wieder rapide ab auf Grundlage der Sachen, die du auch genannt hast. Ja, in Dortmund alleine gab es 20.000 Mitglieder. Also, muss man sich mal vorstellen, dass es die FVUD war zu dem Zeitpunkt, speziell in den Zechen, war die mit die Kraft, die in vielen Zechen also die meisten Mitglieder gestellt hat und dadurch auch viele Kämpfe geführt wurden, die heute gar nicht mehr in der Form vorstellbar sind. Also es gab zum Beispiel viele Kämpfe um den 8-Stunden-Tag, ne, wo dann einfach die ArbeiterInnen nach 8 Stunden nach Hause gefahren sind. Also da hatten die halt so eine Macht in den Betrieben, dass die das einfach umgesetzt haben. Die mussten nicht protestieren gehen, die mussten nicht irgendwie fordern oder sonst was, die haben es einfach gemacht. Die sind einfach nach Hause gegangen nach 8 Stunden und haben das dann so einfach umsetzen können. Ja, ein anderes Beispiel ist ja auch die Beteiligung an der Roten Ruhrarmee. Maßgeblich haben ja FAUD-Mitglieder die Kämpfer in der Roten Ruhrarmee mitgestellt. Du hattest ja auch gerade schon 20.000 Mitglieder in Dortmund angesprochen, in Dortmund-Mengede alleine. Einem kleinen Stadtteil waren es 5.000. Aber was man vielleicht auch noch dazu erwähnen sollte, ist, dass natürlich die gewerkschaftliche Organisierung allgemein einfach zu der Zeit viel höher war. Gerade in den industriellen Zentren, das haben wir natürlich jetzt in der Form einfach nicht mehr so. Deswegen muss man das natürlich auch in Relation sehen. Auf jeden Fall ging es dann leider, nachdem die FAU immer diesen Mitgliederschwund hatte, der ja dann ziemlich gekommen ist, kam dann halt schon 1933, wo natürlich dann die Machtergreifung durch die FaschistInnen war. Dadurch musste die FAU quasi sich auflösen, wurde auch verboten. Einige Mitglieder sind dann auch in Konzentrationslagern gelandet. Einige sind Muslimen und viele haben auch versucht, im Untergrund natürlich weiter gegen den Faschismus zu kämpfen. Viele ehemalige Mitglieder der FAUD sind dann natürlich noch nach Spanien gegangen, um die CNT im Kampf gegen das Franco-Regime zu unterstützen, bei den internationalen Brigaden. Die anarchistische Bewegung war dann ja zerschlagen zu dem Zeitpunkt und 45 in Deutschland gab es dann noch Versuche, von den übrig gebliebenen Anarchistinnen Folgeorganisationen zur FVD zu starten. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Vielleicht hätte das ja von euch gerade spontan. Nee, sorry. Okay, uns gerade fällt das hier allen nicht ein und ist uns nicht aufgeschrieben. Ich stelle es euch nochmal dann in die Beschreibung rein.
Jedenfalls, und das ist auch einfach nicht gelungen. Die Kräfte waren super, super geschwächt. Die Bewegung war quasi ausgerottet, was ja ein elementarer Grund davon ist auch, warum wir heute eigentlich so schwach sind, weil wir da einfach zerschlagen wurden und dann erst auch wieder überhaupt in den 70er Jahren daran wieder anschließen konnten. Man kann das auch gut im internationalen Vergleich sehen, wenn man jetzt die CNT, die sich ja auch da vor 40 Jahren neu gegründet hat, in Spanien betrachtet, die haben jetzt viel größere Mitgliedszahlen als wir, wo wir gleich nochmal zukommen, wie es unser aktueller Stand ist. Also mit der Neugründung 1977, zurzeit mit der Neugründung auch der CNT verbunden war, war nicht besonders viel los. Es gab einzelne Kämpfe, wo die FPÖ eine kleine Wirkung drin hatte, aber man kann es halt nicht mehr mit heute vergleichen. Inzwischen hat die FPÖ, also jetzt über Corona sind knapp nochmal 500 Mitglieder dazugekommen. Wir sind jetzt bei 1500 Mitgliedern. Das ist halt so ein Mitgliederboom gewesen, der vor 7, 8 Jahren angesetzt hat. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Mitglied der FPÖ Magdeburg und wir waren, als ich Mitglied geworden bin, waren wir knapp 20 Mitglieder vor 5 Jahren und inzwischen sind wir halt bei 60. Also wir haben uns innerhalb von ein paar Jahren verdreifacht. Das sind ja auch wirklich so Zahlen, wo man, glaube ich, so als langjähriger Aktiver in verschiedenen anarchistischen Zusammenhängen eigentlich nur von träumen kann. Also es sind sehr wirklich, das zeigt ja einfach, wie wichtig dieser Gewerkschaftskampf ist und was auch einfach für Mobilisierungspotenzial da drin steckt, im Gegensatz zu anderen nicht gewerkschaftlich oder klassenkämpferisch orientierten anarchistischen Gruppen. Aber es sind ja auch nicht nur die MitgliederInnenzahlen jetzt, sondern es gibt ja auch in verschiedenen Städten inzwischen Gewerkschaftslokale, die aus der Stärke des jeweiligen Syndikats entstanden sind. Wir haben in Magdeburg leider selbst noch kein Lokal, sind aber auf dem besten Weg hin und sind mit anderen Gruppen zurzeit in einem Stadtteilladen organisiert. Das gilt wohl für die meisten Syndikate deutschlandweit, dass sie vielleicht noch mit anderen Gewerkschaften zusammen in Räumlichkeiten sitzen. Mir fallen zum Beispiel Bielefeld ein, die mit knapp 20 Mitgliedern schon ein eigenes Lokal haben, was super schön ist. Die haben eine richtig tolle Bibliothek. Es ist richtig gut und auch zentral gelegen. Da war ich schon zu Besuch. In Berlin natürlich. Berlin hat knapp 700 oder 800 Mitglieder. Zahl wächst irgendwie jeden Tag gefühlt. Haben natürlich ein richtig tolles Lokal. Ich war auch schon... Ich glaube, es sind 500. Ach, das wären mehr. Ich glaube schon. Die haben wieder ein bisschen was verloren an Mitgliedern. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben bei der hohen Zahl. Das hört sich besser an. Ja. Ich war auch schon zu Besuch in Leipzig und habe mir das Lokal kurz beim Vorbeigehen angesehen. Die haben sogar eine richtig schöne Werbetafel draußen. Also es gibt schon einige geile Lokale. Und ach, in Jena war ich auch. Lokal in Jena sieht auch super schön aus und ist auch super zentral gelegen. Und ich glaube, das macht auch eine richtig starke Außenwirkung. Und es kommen halt auch einfach Leute vorbei und gucken sich das an und sehen die Aushänge, die im Fenster hängen. Und ich glaube, dadurch haben auch einige schon Leute mobilisieren können und zu kämpfen bewegen können. Gibt's ja sogar in Plauen, gibt's ja jetzt sogar eine neue Eröffnung von einem Gewerkschaftslokal, was ich auch richtig nice finde. Ja, Plauen ist ja halt so einer der Städte mit starker organisierter Nazi-Struktur und die FPÖ ist, denke ich, in Ostdeutschland extrem stark präsent. So ist einer der stärksten, ja, wenn man so will, Linksradikalen, auch wenn das jetzt nicht im Fokus steht, natürlich als Gewerkschaftsstrukturen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie was da gewachsen ist. Er muss das auf jeden Fall sehen, dass in Ostdeutschland auf jeden Fall wir gerade am stärksten sind oder in der Region Ost, das stimmt nicht ganz. Die FPÖ sind ja verschiedene Regionen eingeteilt und nicht ganz Ostdeutschland gehört zur Region Ost. Mecklenburg-Vorpommern gehört zur Region Nordnitz. Stimmt, ja. Dazu. Genau, und aber die stärksten Syndikate sind halt auch gerade Dresden, Leipzig, Berlin. Hannover ist nicht im Osten, aber nah genug dran und ist auch ziemlich stark. Aber woran liegt das denn eigentlich? Ich habe mich das schon seitdem ich das erstmal von der FPÖ gehört habe, eigentlich immer gefragt. Also woher kommt das, dass die gerade im Osten so stark ist? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder Einschätzungen oder könnt ihr das erklären? Ja, zum einen ist Berlin im Osten. Berlin ist groß. Ja, stimmt. Ja, okay. Ansonsten würde ich sagen, mehr prekäre Arbeit, mehr Bewusstsein für Arbeitskämpfe, mehr Leute, die nach der Wende verloren haben. Auf der anderen Seite haben wir auch schon Gespräche geführt mit sogenannten Wendeverlierern, wo meinten, sie wären total enttäuscht von Gewerkschaften. Aber dann haben sie ein bisschen mit uns geredet und haben so gemeint, so ja genau, das hat mich auch immer gestört hier an der Gewerkschaft, die mich damals angeblich vertreten hat. Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich stelle mir halt vor, mehr prekäre Verhältnisse und das ist eben das Gebiet, wo die FPÖ am meisten dann auftritt. Finde ich ziemlich spannend, auch was du da angesprochen hast. Das kann natürlich dann auch einfach ja mit einem größeren Verdruss über die anderen linken politischen Kräfte und auch über die anderen gewerkschaftlichen Kräfte zusammenhängen, dass die halt nochmal besonders hängen gelassen wurden. Es wird auch immer gesagt, dass hier unsere Gewerkschaftskultur total rückläufig ist und alle großen Gewerkschaften verlieren Mitglieder. Kann die FPÖ nicht sagen. Also bei uns ist jede Stadt am Wachsen. Ich muss das auch ganz klar sagen, dass es halt im Osten überhaupt ist. Also wir sind beide nicht in Ostdeutschland geboren, wir sind beide quasi zugewandert. Sind wir da leider nicht in so einer guten Position, drüber zu sprechen. Aber man muss halt sagen, dass die Gewerkschaftszahlen im Ostdeutschland eh schon auch schon vor oder quasi
direkt nach der Wende noch nie besonders hoch waren. Ich würde halt sagen, dass ganz viele Leute halt auch, die älter sind, ganz viele schlechte Erfahrungen mit der DDR gesammelt haben, dadurch ganz viel, was mit Sozialismus zu tun hat, erstmal sehr viel abschreckt. Da würde ich halt sagen, dass andere linke Ideen da halt auch nicht besonders gut ankommen. Okay, die Linke als ehemalige SED-Partei angeblich hat hier noch die stärksten Wahlergebnisse. Aber wir haben halt auf der anderen Seite auch die größten halt rechten Strukturen im Ostdeutschland. Oder sagen wir rechtsradikalen Strukturen. Ich würde sagen, dass auch die rechten Strukturen in Westdeutschland groß sind. Sie sind nur weiter in der Mitte. Ich würde die CDU ganz klar als rechte Partei und als rechte Struktur bezeichnen. Aber teilweise kann das natürlich auch für uns als anarchistische Organisation oder anarchistische Bewegung auch Möglichkeiten bieten. Wenn ich da an Tschechien oder Polen denke, oder im Kleineren dann auch Weißrussland und Russland, dass dann anarchistische Kräfte eben dadurch bestechen können, dass sie nicht die anderen sozialistischen Kräfte sind, die sich an irgendwelchen Regierungen beteiligt haben, Regime gestellt haben oder sozialdemokratische Parteien sind, die die Leute verraten haben. Da gibt es ja eigentlich genug Beispiele davon, wo es dann auch eine anarchistische Erfolgsgeschichte ist. Da fällt mir lustigerweise eine kleine Anekdote ein, die ich von einem Genossen gehört habe, der mit griechischen Genossen durch die Gegend gezogen ist. Die haben halt gemeint, also er hat dann gemeint, ja, wir als Linke. Und da meinten die Griechen auch so, hä, was? Ich dachte, ihr seid AnarchistInnen. Ihr seid doch keine Linken. Ich betrachte mich selbst halt auch nicht unbedingt als Linke, sondern halt als Anarchist. Würde mich halt klar davon absetzen, dass ich mit anderen linken Bewegungen zu tun haben möchte, weil wir halt schon ganz andere Ideale haben, als es jetzt zum Beispiel sozialdemokratische Parteien oder kommunistische Parteien haben. Das ist sicherlich eine Debatte, die wir noch ziemlich lange führen könnten. Und ich glaube, das wird jetzt ein wenig zu pikant. Ihr könnt ja auch noch mal was darüber erzählen, wie es denn eigentlich international gerade bei der FAU ausschaut. Wir haben ja schon ein bisschen über überregionale Zusammenarbeit durch die Mandatierung gesprochen. Wie sieht's denn eigentlich da mit dem Internationalismus aus? Ich glaube, da bin ich am besten die Frage zu beantworten, da ich ja zurzeit im Internationalen Komitee Mitglied bin. Die FAU war bis 2018 organisiert in der IAA, der Internationalen Arbeiterassoziation. Das ist die Organisation, die gegründet wurde, nachdem damals die erste Internationale zwischen Marx oder zwischen den Anarchistinnen und den Kommunistinnen zerbrochen ist, vor allem der Konflikt zwischen Marx und Bakunin. Und damals ist die erste Internationale Arbeiterassoziation gegründet worden von Anarchistinnen. Und damals die FAU drin, oder die FAUD damals organisiert, und wir sind als FAU, als die Neugründung war, auch wieder mit reingegangen. Seit 2018 ist aber die, gab's halt einen Konflikt. Ich stecke nicht genau mit drin, aber effektiv ist die FAU, dann hat sich dann gesagt, okay, nee, wir gründen jetzt eine neue Internationale, seitdem sie aus der IAA ausgetreten ist, in der IKA organisiert, Internationalen Konföderation der ArbeiterInnen. Auf Englisch ist es die ICL. Der Name ist halt International Confederation of Labor. Die wurde gegründet 2018 mit der CNT, der spanischen Gewerkschaft, der IUSI, der italienischen Gewerkschaft und der FORA, der argentinischen Gewerkschaft und der IWW, aber beziehungsweise dem amerikanischen Teil der IWW. Und inzwischen sind noch der englische Teil jetzt vor kurzem dazugekommen, die IWW UK, IWW Visera, wie sie eigentlich heißt, dann die ESSE aus Griechenland und die EP aus Polen sind noch dazugekommen. Wir sind auch mit diesen allen sehr gut vernetzt und haben noch weiterhin Vernetzung zu anderen radikalen Gewerkschaften weltweit. Da ist zum Beispiel die SAC aus Spanien dabei, das auch so eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft ist. Und die waren auch auf dem Bundeskongress vor ein paar Jahren, waren die zum Beispiel auch dabei. Wir sind auch vernetzt mit den Genossinnen aus Rojava und setzen uns dagegen ein, dass die faschistischen Angriffe auf die unabhängigen kurdischen Gebiete eingestellt werden. Wir sind natürlich vernetzt mit den ZapatistInnen in Mexiko, die die Chiapas besetzen, und mit GewerkschaftlerInnen in Myanmar, besonders eine große NäherInnen-Gewerkschaft. Über international sind wir halt gut vernetzt mit radikalen Gewerkschaften und kämpfen überall. Also nicht nur Gewerkschaft, muss man auch sagen. Gerade machen die Zapatistas, die du eben auch genannt hast, auch eine Weltrundreise, also eine Europarundreise, und da auch die FAU mit organisiert, das in Deutschland mitzutragen. Ja, ist natürlich auch ein besonders spannendes Beispiel. Da habe ich auch selber mehrfach mitbekommen, dass die FAU die Reise mit organisiert. Mir fällt noch eine Sache ein. Ein Genosse von uns, auch aus dem internationalen Komitee, war gerade erst mit bei einer Delegation in Rojava dabei. Und da gibt es auch einen schönen Bericht auf unserer Internetseite darüber. Grüße gehen nach Dresden. Ja, auf jeden Fall spannend, was da an internationaler Zusammenarbeit und Vernetzung so vor sich geht. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich jetzt ganz aktuell aus? Wie werden die Kämpfe der FAU geführt? Was könnt ihr uns da so zu erzählen? Und was gibt's vielleicht auch für Beispiele, auch nochmal konkrete? Wir hatten ja gerade schon ein paar, aber vielleicht auch aus euren Städten oder aus eurer Stadt. Ja, Personen, die einen Konflikt haben, die können zu uns kommen.
müssen noch nicht Mitglied werden, aber wird immer angestrebt. Und dann wird erstmal dran gesetzt, zu gucken, was ist das Problem, was sind die Möglichkeiten und wo sind vielleicht noch Probleme, wo die Person gar nicht gesehen hat. Weil wir kennen uns ja alles mit Arbeitsverträgen und auch mit Sozialgesetzgebung, mit Arbeitsrecht, mit Schutzrecht und so, Arbeitssicherheit. Vielleicht finden sich dann noch Probleme, wo die Person gar nicht auf den Blick hatte. Und nachdem wir so eine Übersicht haben, gucken wir, was können unsere Strategien sein. Unsere Strategien können auf dem legalen Weg sein, auf dem Rechtsweg sein, indem wir Einforderungen machen gegenüber dem Chef. Meistens werden die Leute, die zu uns kommen, gerade im Arbeitskämpfen, wurden vorher gekündigt und haben dann gemerkt, okay, eigentlich steht mir noch Geld aus. Also oft geht es darum, dass einfach nur wir jetzt vors Gericht gehen und die Leute dabei unterstützen. So, was steht dir eigentlich noch aus? Welche Ansprüche hast du eigentlich noch? Dann geht es auch oft darum, dass es um Arbeitssicherheit geht. Aus Leipzig fällt mir da ein, da ging es darum, dass Arbeitskleidung quasi gefehlt hat, die von einem Rider, wo es dann einfach zum Beispiel darum geht, dass halt die Leute durch strömenden Regen fahren mussten und dafür keine Capes bekommen haben. Und es gehört halt zur Aufgabe des Betriebs, dass er seine Fahrenden damit ausrüsten muss, dass die Leute halt sich nicht direkt anstecken. Diese Ausrüstung wurde quasi nicht gestellt, obwohl sie quasi zur Schutzkleidung dazugehört, was einem zusteht. Das ist so ein Beispiel für einen Kampf oder Lohnaufforderung oder vors Gericht gehen. Das ist dann, wird dann so ein Vergleichsprozess geführt, wo wir halt natürlich aufstellen, welches Geld könntest du potenziell bekommen? Und solltest du bekommen, und natürlich wird die Forderung so hoch wie möglich gestellt, damit der Chef halt möglichst viel Kohle auch rausrücken, die den Leuten halt auch zustehen würde. Oft haben wir das Problem, dass wir quasi dann vor diesem Gericht sind und dann ist es auf der einen Seite dieser legale Weg, auf der anderen Seite eine Methode oder dieser rechtliche Weg, auf der anderen Seite ist eine Methode natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Da geht es dann um Sachen wie Google-Bewertungen oder einfach auch nur ganz viele Mails schreiben oder Anrufe machen, was auch eine Möglichkeit zum Beispiel bei so Lieferdiensten ist, dass einfach alle Leute zu einer Zeit, alle Mitglieder der V im lokalen Ort oder auch in weiteren vernetzten Orten, gleichzeitig bei einem Lieferdienst anrufen und sagen, sie wollen eine Pizza bestellen oder irgendeine Kleinigkeit bestellen und damit den ganzen Lieferdienst blockieren, weil die ganzen FahrerInnen quasi gerade beschäftigt sind. So eine Art Betriebsblockade, um Ärger zu machen, bis quasi dieses Geld dann auch endlich gezahlt wird. Es gibt halt immer so eine Eskalationsstrategie, die immer weitergefahren wird. Da geht zum Beispiel dann die Idee, hey ja, okay, wir machen jetzt eine Kundgebung vor dem Laden und wenn dann plötzlich 50 Leute von einem kleinen Pizzalieferdienst auftauchen und da Radau machen und sagen, dass die Löhne endlich gezahlt werden müssen, das macht schon einen ganz schönen Eindruck und die Chefs knicken dann ziemlich schnell ein. Was natürlich auch verständlich ist, weil das schadet halt natürlich auch dem Ruf des Betriebs. So schnell kaufen die Leute dann nicht mehr ein, wenn plötzlich bekannt wird, dass er halt die ganze Zeit seine Arbeitenden abzieht. Ein wichtiges Moment ist auch, dass die Leute wirklich spüren, dass wir solidarisch mit denen sind. Weil es nützt nichts, wenn die Leute eigentlich ein Anrecht auf bestimmte Sachen haben, auf Urlaubsgeld und so, wenn sie aber nicht die Kraft haben, dagegen anzukämpfen. Wir begleiten zum Beispiel auf Güteverhandlungen. Zu 20 auftauchen, sind die Leute auch wirklich bestärkt darin und freuen sich wirklich darüber, dass diese ganzen halbfremden Menschen kommen, einfach weil wir halt Genossinnen sind. Oder wir begleiten uns gegenseitig auf AMS, auf Jobcenter, Sozialamt und so. Und die Leute sind auch dermaßen beruhigt und selbstsicherer und lassen sich auch weniger unter Druck setzen. Oder einen konkreten Fall, wo wir hatten mit einer Genossin, sie hat ALG I bezogen, also Arbeitslosengeld, und hat Sperrzeiten bekommen, so gleich 3 auf einmal, weil sie nicht zu Termin erschienen ist. Dabei hat sie niemals eine Termineinladung bekommen. Hat sie furchtbar unter Druck gesetzt, weil das Geld war erstmal weg. Und dann hat sie gleich danach auch noch einen Ausschluss von den Leistungen bekommen, also dann gar kein Geld mehr. Und es war absolut rechtswidrig, aber sie war halt sehr überfordert, weil sie hat noch andere Sachen im Leben zu tun, als gegen das Amt anzukämpfen. Und das haben wir dann eben auch gemeinsam angegangen, gemeinsam die Sachen geschrieben, sind gemeinsam zum Amt gegangen und haben versucht, da zu reden. Ich weiß noch, ob wir alle schon mal hier bei der AGA oder im Jobcenter waren, aber es ist schon ein ziemlicher Ton, wo einen unglaublich fertig macht. Also ich selbst habe auch schon im Jobcenter Leistungen bezogen, kann ich keinem Leuten empfehlen, da alleine hinzugehen, geht immer zusammen aufs Amt. Diese moralische Bestärkung, die ist unglaublich notwendig, um diese Kämpfe zu führen. Also im Prinzip eigentlich so die beiden, wenn man das zusammenfassen will, die Hauptaspekte des Kampfes der FVO sind eigentlich Solidarität und direkte Aktion. Ne? Also dass man wirklich, auch wenn man dann zuerst in dieser Eskalationsstrategie am Anfang erstmal nicht jetzt direkt die großen Mittel anwendet, sondern erstmal nur, was weiß ich, wie ihr das halt aufgeführt habt, mal einen Protestschreiben aufsetzt oder mal ein Gespräch sucht oder eben das vor Gericht bringt und nicht direkt halt irgendwelche Kundgebungen oder sonst was macht oder generell nicht an die Öffentlichkeit erstmal geht. Da ist dann ja trotzdem erstmal die direkte Solidarität, das gegenseitige Spüren, dass man nicht alleine ist und dann auch, wenn das eben nichts bringt, wirklich probieren, direkt anzugreifen, direkt zu sagen, so, wir wollen das jetzt halt verändern, wir wollen das jetzt direkt umsetzen und nicht mehr bitten, sondern mit eben der direkten Aktion da ansetzen, wo man dann auch die Veränderung erzeugen kann. Und da gab es ja auch wirklich eine Reihe von auch Kämpfen, die dann aus der FVO heraus oder von der FVO unterstützt wurden in letzter Zeit.
die auch sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit waren. Da hatten wir einmal der Liefergeschichte von Gorillas. Wir hatten Domino, hier so eine Pizza aus Liefergeschichte in Leipzig und Walter König in München, was so eine Buchhandelskette ist. Da hat auch eine Reihe an Kämpfen und erwähnt war ja auch schon, dass der ganze Kampf um den wilden Streik bei Bornheim bei Bonn von den ErntearbeiterInnen und das ist auch wirklich schon eine ganze Reihe an, wo man sagen muss, wahnsinnig auch öffentlichkeitswirksam kämpfen, wo man sieht, dass FO wirklich wirkt, oder? Dazu muss man sagen, dass halt oft genau diese Kleinigkeiten oder diese in Anführungszeichen Kleinigkeiten den Leute halt massiv entlasten können, was Larry ja auch schon gesagt hat. Und so für diese aktiven Kämpfe oder diese proaktiven Kämpfe, wo es um einen Streik geht, den zu organisieren, für die braucht man auch eine Masse im Betrieb. Die müssen wir ganz ehrlich eingestehen, die haben wir halt gerade einfach noch nicht oder nicht oft. Und Bornheim und gerade Domino sind da sehr gute Beispiele, wie das halt trotzdem passieren kann, wenn genug Menschen im Betrieb organisiert sind. Das ist gerade für Leute, die uns jetzt auch zuhören. Wenn ihr in eurem Betrieb genug Leute habt, eine kleine Betriebsgruppe aufbaut, dann könnt ihr schon ganz schön viel anrichten, gerade in kleinen Betrieben. Und da kann die euch die FU auch ganz massiv unterstützen. Da kann man halt, bei Dominos kann man das sehen, wie viel, was da für eine große Welle an Organisationen plötzlich auch passieren kann, wegen einem kleinen Arbeitskonflikt. Effektiv, da wurde eine Person gekündigt und die Arbeitsbedingungen sind halt scheiße. Die sind überall im Lieferdienstbereich sind die Arbeitsbedingungen einfach schlecht. Und da kann man halt einfach gut kämpfen, wenn man halt ein bisschen Masse aufbaut. Aber auch alleine kann man schon einfach auf seine Rechte beharren. Und da kann die FU einen gut drin unterstützen. Gerade den Fall erzählt mit der AGE, aber ganz gesagt, wie es ausgegangen ist. Das würde ich gerne auch sagen, dass es erfolgreich ist. Ach so, ja, also wie es ausgegangen ist. Wir haben dann zusammen eine Beschwerde geschrieben. Die wurde erstmal komplett abgewiesen, behauptet, alle Termine wären rausgegangen. Wir würden uns Sachen ausdenken. Dann haben wir darauf nochmal geantwortet. Und dann ist es ausgegangen, dass alle Sperrzeiten aufgehoben wurden und die Person wieder vollkommen ihre Leistungen bekommen hat. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch auch nochmal an der Stelle zu diesem gewonnenen Kampf. Und das ist ja auch wirklich, wenn man das sieht mittlerweile, in so vielen Syndikaten sind genau diese kleinen Erfolge, die ja eigentlich richtig viel wert sind. Also wo man wirklich, wie ihr das schon sagtet, einzelnen Genossinnen, einzelnen Lohnabhängigen da wirklich einen Bärendienst leistet und was aber oft gar nicht so in der Öffentlichkeit dann stattfindet. Da passiert wirklich unglaublich viel innerhalb der FAU mittlerweile. Hier ist dann ja auch die Frage, die FAU hat ja auch einen Konzept, was dann ja darüber hinausgeht, das haben wir ja schon gesagt. Und es soll ja nicht nur dabei stehen bleiben, sondern soll ja die Gesellschaft umgestaltet werden. Da denke ich, einmal ist ja für das Transformationskonzept von der FAU sehr wichtig, dass eben über diese alltäglichen Kämpfe, die kleineren sowie auch größeren Erfolge, ja auch so eine Ermächtigung von den Unabhängigen stattfindet. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, um auch die Gesellschaft umzugestalten, dass wir selber sehen, dass wir uns durchsetzen können über die Solidarität, über die direkte Aktion. Aber wie sieht das Konzept der FAU, was die Transformation dieser Gesellschaft aussieht, denn aus? Ja, absolut. Also ich finde, das hast du schön ausgedrückt. Die Idee ist, dass wir mehr und mehr Produktionsketten vergesellschaften. Das heißt, dass wir mehr und mehr Betriebsgruppen haben, die letztendlich auch die meiste Macht im Betrieb haben und weniger eben die Chefinnen. Wenn wir das weiterdenken, dann haben wir mehr und mehr Produktionswege in der Hand. Das heißt, wir haben die Machthabe darüber, also wir, die arbeitenden Menschen, haben letztendlich dann die Machthabe darüber, was eigentlich in der Gesellschaft läuft. Und das bringt uns am Ende in die Position, nicht mehr auf die Machthabenden hören zu müssen. So. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt nur noch 4 Stunden arbeiten oder wir wollen was anderes produzieren oder wir wollen jetzt da und da mehr Urlaubstage haben und dann sagt Chefin nein, dann sagen wir, machen wir aber, weil wir vielleicht genug Leute eben in der Belegschaft haben, die selbst organisiert sind, dann können wir vielleicht eine Chefin ausschließen. Und wenn dann Polizei kommt, sind wir aber auch genug Leute. Gerade wenn wir eben noch in unseren Gebieten, in unseren Regionen mehr organisiert sind, da kommen noch die Leute aus der Nachbarschaft und unterstützen uns. Müssen wir auf den Generalstreik hinauslaufen. Und das Schöne an dieser Idee ist, dass wenn Umwälzungen von den gesellschaftlichen Verhältnissen passiert, wenn der Kapitalismus zusammenbricht, dass wir bereits die Strukturen haben, um eine Gesellschaft führen zu können. Weil wir haben bereits die Produktion in unseren Händen. Das heißt, wir haben keine Schwierigkeiten, uns zu organisieren, weil wir sind es ja sowieso schon. Also das ist eben diese Idee, dass wir jetzt schon in den kapitalistischen Verhältnissen uns organisieren, wie wir auch in der Utopie organisiert sein wollen. Dadurch bauen wir eben unsere Strukturen auf, die wir später benötigen. Na, wir können nicht darauf warten, unsere guten Strukturen aufzubauen, wenn es zu spät ist und wenn wir sie brauchen. Ich finde, das ist auch wirklich ein ganz zentraler Moment im Anarchismus, auch in eigentlich allen Transformationskonzepten, die aus der anarchistischen Bewegung stammen.
Einmal, dass wir schon vor eigentlich der revolutionären Umwälzung diese Strukturen haben, damit wir halt selbst organisiert das machen können, dass wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass wir wie in einem staatssozialistischen System dann die Macht im Staat übernehmen müssen, damit der das regelt, sondern dass im besten Fall eigentlich schon diese föderalen Strukturen der Massen selber schon vorherrschen und die Leute auch schon daran gewohnt sind, selbst organisiert ihre Arbeit, ihre Produktion, aber auch ihre Reproduktion zu stellen und auch zu lernen, miteinander sich zu vernetzen und auch miteinander in der Nachbarschaft, im Betrieb, auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Wir haben ja jetzt gerade schon eigentlich die Produktionssphäre angesprochen, also alles, was heute sich so in der Form von Lohnarbeit abspielt, aber die FAU setzt ja dann auch bei der Reproduktionssphäre, also alles, was mit Wohnen, mit Hausarbeit, mit dem ja eigentlich sich wieder regenerieren für die Lohnarbeit zusammenhängt. Wie sieht's denn da aus? Ja, da wollte ich auch eben schon drauf eingehen, dass Larry, das hast du irgendwie ziemlich außen vor gelassen, dass es ja auch darum geht, wenn wir jetzt überlegen, dass wir Betriebe langsam immer mehr vergesellschaftet haben, die Produktionsmittel verschieden oder viele Betriebe verkollektiviert haben, dass wir dann ja auch eigentlich hingehen können, dann haben wir einen Teil der Produktion ja auch schon und dadurch können wir diese Sachen ja auch schon verkonsumieren. Das passiert jetzt schon, zum Beispiel Union Coop, das ist ein Zusammenschluss aus Kollektivbetrieben, der hingeht und sagt ja, okay, wir verkaufen quasi über diese Union Coop in verschiedenen Stadtteilläden oder sonst was, verkaufen wir diese Produkte schon und die können schon gekauft werden und uns damit von kapitalistischen Produktionen unabhängig zu machen. Also wir kaufen unseren Kaffee halt nur noch bei der Union Coop, das ist Zapatista Kaffee zum Beispiel, und müssen deswegen nie wieder einen Kaffee im Edeka einkaufen gehen. Und umso mehr Lebensmittelproduktion wir so verschieben können in Kollektivbetriebe, sind wir halt irgendwann nicht mehr auf Supermarktketten angewiesen, sondern können über unsere eigenen selbstverwalteten Läden konsumieren. Genauso ist es auch mit der, zum Beispiel, wo wir jetzt gerade ziemlich stark gegen das Jobcenter organisieren. Irgendwann ist die Idee, das gab es schon mal, eigene Jobbörsen aufzubauen. Also wir wissen dann, in welchen Betrieben werden Leute gesucht und verwalten das selbst. Und dann auch irgendwann eigene Versicherungen aufzubauen, vielleicht auch eine eigene Arbeitslosenversicherung, wo dann gesagt wird, na okay, wir wollen alle nicht mehr zum Jobcenter. Und das war auch die Idee dieser Jobbörsen. Aber ich bin jetzt arbeitslos, aber meine Genossinnen unterstützen mich jetzt, indem ein Teil des Lohns, der halt eingezahlt wird, wie jetzt zurzeit halt eben durch Stein eingezahlt werden würde, dann eben in die Gewerkschaftskasse eingezahlt wird, damit wir uns selbst quasi eine Arbeitslosenversicherung oder selbst eine Krankenversicherung stellen können, die unabhängig vom Staat und unabhängig halt von den Versicherungsgesellschaften sind. Und so übernehmen wir halt immer mehr Teile der Gesellschaft, immer weiter. Und irgendwann ist es halt so, dass effektiv ist Kapitalismus und keiner geht mehr hin, weil keiner ist mehr auf welche Betriebe angewiesen, die Chefs haben, sondern alles ist nur Kollektivbetriebe und alles ist selbstverwaltet. Das bisschen, was wir noch aushebeln müssen, ist halt eben noch durch einen Generalstreik relativ einfach zu machen, weil wir sind ja eh schon in allen Betrieben drin. Was wollen sie noch tun? Und wenn man jetzt daran denkt, oh Gott, dann kommt ja die Repression und dann kommt die Polizei und schlägt dann unsere Streiks nieder. Da gibt es gute Beispiele, wo das auch gerade aus dem Ruhrgebiet war. Naja, wenn die direkte Verwandtschaft streikt, dann möchte kein Polizist sich da gegenüberstellen und sagen, hey ja, aber, oder sie auf der anderen Seite von einer Hamburger Gitter stellen und jetzt seinen Bruder irgendwie auf die Nase hauen, der auf der anderen Seite streikt. Also wird auch ein sozialer Druck auf die Repressionsbehörden oder auch ein sozialer Druck auf im Allgemeinen den Staat aufgebaut, dass er einfach sagt, okay, alle Leute, also unsere WählerInnen oder alle unsere BürgerInnen sind halt gerade, wollen sich unabhängig machen. Wir können die gar nicht mehr unterdrücken. Ja, das ist wirklich ein sehr gutes, konkretes Beispiel, wie es dann auch ablaufen könnte in so einer Situation, wo es dann wirklich darauf ankommt, also wo man sozusagen, also ein Generalstreik muss ja nicht zwingend, sag ich mal, das Ziel haben, jetzt die soziale Revolution durchzusetzen oder so etwas. Ist ja auch ein Mittel, was durchaus zum Beispiel in anderen Ländern, Griechenland oder in Spanien eingesetzt wurde, um einfach nur zum Beispiel eine gewisse Reform der Herrschenden oder so zu verhindern, eine Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen zu verhindern oder so. Aber im Generalstreik-Sinne, dass er halt quasi für eine soziale Revolution zur Durchsetzung verhilft, ist es, denke ich, ein ganz zentrales Mittel, weil wir natürlich dadurch, wenn man das sich vorstellt, dass jetzt also dann zum Beispiel, wie das jetzt in Spanien war, wo das eben einen Putsch von Franco gab, von den Faschisten gab gegen die linke Regierung, wo es dann ja als Antwort darauf von der CNT einen sehr gut organisierten, lange, lange vorbereiteten Generalstreik gegen diesen Putsch gab. Und das hat einfach
quasi in Verbindung mit der allgemeinen Bewaffnung, also dass dann die schon eben auch die Kasernen natürlich gestürmt haben, die Waffen sich geholt haben, und da musste das teilweise gar nicht mehr eingesetzt werden. Also in ganz vielen Orten mussten gar keine Kämpfe mehr geführt werden, weil wenn das gesamte gesellschaftliche Leben, alles steht still, dann kann es ja auch keine Truppenbewegung mehr geben. Da muss ich das mal vorstellen, wie sollen dann halt irgendwelche faschistischen Generäle ihre Truppen von A nach B schicken, wenn es halt niemand mehr gibt, der einen Zug fährt. Ganz einfaches Beispiel. Und wenn da also alles stillsteht, dann können wir eben in diesem Raum sehr gut agieren, der da übrig bleibt. Man muss ja sagen, besonders für uns steht es ja nicht still, weil wir haben ja als arbeitende Klasse die Entscheidung darüber, naja, was bewegt sich denn doch, wenn wir wollen? Ja, das ist eine super effektive Methode, wo wir zum Glück auch die Geschichte zurückblicken können und uns dann erfreuen können, dass es funktioniert. Ich möchte aber auch betonen, dass wir jetzt schon davon profitieren, wenn wir uns so organisieren, zu vergesellschaften, Solidarität leben. Also es gibt dieses eine Argument linksradikalen Kreisen, das mich ziemlich aufregt, wo Leute sagen, wir brauchen das Elend der arbeitenden Klasse, damit die Leute aufwachen und erheben und rebellieren und uns geht es zu gut, weil der Liberalismus ist so fortgeschritten. Und das macht mich ziemlich wütend, weil das können ja irgendwie nur Leute sagen, die noch nie Nudeln mit Ketchup gegessen haben. Wir brauchen es jetzt, den Leuten zu unterstützen und zu helfen, damit sie eben die Solidarität spüren, worüber wir schon geredet haben, damit sie sich mit uns organisieren wollen, damit sie sich selbst organisieren wollen und damit sie überhaupt die Zeit haben, sich ein gutes Leben vorzustellen. So, wenn ich zwei Jobs habe und noch eine Person pflegen muss, dann habe ich keine Zeit, irgendwas zu lesen und über irgendwelche Utopien nachzudenken, weil ich einfach mit Überleben beschäftigt bin. Also mir ist es sehr unverständlich, wie Leute kein Interesse daran haben können, unsere Mitmenschen jetzt zu unterstützen, jetzt solidarisch mit denen zu sein. Ich denke, diese Leute gehen ja auch einfach davon aus, dass es dann zu dem einen großen Knall kommt, zu der einen großen Erstürmung des Parlaments und dann ist alles vorbei. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig, das wird nicht so passieren. Die soziale Revolution ist einfach etwas, was sich schrittweise vollzieht und was lange, lange Zeit braucht. Und ich denke, auf allen Ebenen haben wir jetzt auch gesehen, dass das Transformationskonzept da, was auch im Jetzt schon Verbesserung anstrebt, viel besser ist. Weil wie will man die Leute gewinnen, wenn es halt keine Erfolge gibt? Womit will man die locken? Will man einfach abwarten in kleinen Zellen, dass es immer und immer schlimmer wird und irgendwann steht man dann bereit, wenn die Leute halt zu einem spontanen Aufstand kommen gegen die Herrschenden und sich dann dazustellen und dann passiert es halt, das funktioniert einfach nicht. Deswegen stimme ich dir da auch voll und ganz zu und ich denke, du hast das echt gut zusammengefasst, dass das so nicht klappen wird. Ja, und von mir auch nochmal vielleicht abschließend zu sagen, wir haben ja jetzt auch schon eine gute Zeit hinter uns gebracht. Das zeichnet auch die FAU als Ansatz eben aus. Diesen ganz klassisch anarchistischen Gedanken, wir kämpfen genau da, wo es uns selbst betrifft, wo wir selber von profitieren können, wo wir nicht nur eine karitative Arbeit machen oder eine Hobby-Aktivismusarbeit ab und zu mal am Wochenende auf Demo, sondern wir kämpfen eben da, wo wir für uns und unsere Kolleginnen reale Verbesserungen erreichen können. Und das ist halt auch ein, unabhängig davon, wie stark jetzt verelendet die gesellschaftlichen Zustände sind. Es gibt immer eben diesen Grund für uns selbst zu kämpfen und für unsere Kolleginnen und deswegen ist das auch ein Ansatz, der immer fruchtbar bleiben wird und immer seine Durchschlagskräftigkeit behalten wird. Fällt noch ein kleines Beispiel ein, wie es gerade mit dieser direkten Solidarität auch gerade ist. Und zwar haben wir in der FAU Magdeburg haben wir ein Konzept entwickelt, weil wir halt sehr stark im Kampf gegen das Jobcenter sind, haben wir eine Versicherung oder quasi, naja, eine Ausfallquote, falls jemand von uns Sanktionen bekommt. Und das sind Sanktionen, die man unrechtens sind. Und das sind die meisten Sanktionen vom Jobcenter. Dann haben wir quasi treten als Syndikat Magdeburg ein und sagen, okay, du kriegst diese Ersatzsumme gezahlt als Darlehen, das kriegst du von uns geliehen, dafür musst du gegen diese Sanktion vorgehen. Und das entlastet die Leute halt, weil sie können dagegen vorgehen und sie haben müssen diese Angst nicht mehr haben, sanktioniert zu werden. Natürlich bekommen die Sanktion noch, aber sie wird halt ausgeglichen. Und dadurch geben wir den Leuten direkt die Chance, hey, kämpf mit uns gegen diese Sanktion und wir können dir direkt daraus helfen. Natürlich muss die FAU ihr Geld wiederbekommen, wenn du diesen Kampf gewonnen hast. Aber du hast halt eben diese Gefahr ist nicht mehr da, dass man plötzlich halt kein Essen mehr auf dem Tisch hat, weil man sagen kann, okay, falls ich sanktioniert werde, habe ich Unterstützung von anderen, die mir dabei helfen, eben diesen Ausgleich zu bekommen, damit ich halt nicht so eine große Angst vor dem Jobcenter haben muss. Und ich denke, spätestens nach dem Beispiel sollte euch allen jetzt auch klar sein und auch nach den ganzen Beispielen vorher, dass auch ihr in die FAU kommen solltet. Ich denke, wir haben heute genug dazu gehört, auch wie wir schon im Jetzt mit der FAU Verbesserungen für uns selber und auch für alle anderen erkämpfen können. Aber
was ich auch so wichtig finde, ist, dass bei der FAU halt dieses Gesamtkonzept steht und man auch das Transformationskonzept für die soziale Revolution und die für die Gesellschaft danach hat. In dem Sinne, auf jeden Fall, selbst wenn ihr gerade persönlich keinen konkreten Arbeitskonflikt oder so habt, es lohnt sich immer, eine Gewerkschaft im Rücken zu haben. Selbst wenn es nicht für jetzt ist, vielleicht ist es in 2 Jahren für euch wichtig. Natürlich wird es sich gewünscht, wenn ihr aktiv in der FAU seid. Es lebt natürlich von Beteiligung, aber es ist nicht zwingend notwendig. Eine Gewerkschaft lebt natürlich auch davon, dass einfach viele Mitglieder da sind, die einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und dann, denke ich, danken wir euch dafür, dass ihr heute da wart. Das war ein wirklich spannendes Gespräch. Vor allem auch mal mit 2 Gästen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch was loswerden wollt. Vielleicht noch mal kurz dazwischen. Ich würde sagen, anstatt Glück auf, sagen wir jetzt einmal alle am Ende zu viert, dann komm auch du zur FAU. Das möchte ich nur anmerken. Das wird auch noch mal als kleiner Ausblick natürlich nicht die einzige Folge zur Freien ArbeiterInnenunion bleiben. Eine Folge haben wir schon ganz konkret geplant. Und zwar werden wir mit Larry und vielleicht auch noch einer anderen Genossin dann noch eine Folge zur feministischen Vernetzung innerhalb der Freien ArbeiterInnenunion machen, der FEMV. Das haben wir schon fest geplant. Gut, und dann zum Schluss würde ich sagen, fassen wir jetzt noch mal den Inhalt der gesamten Folge als eine Aufforderung an alle zusammen und sagen: Komm auch du zur FAU!